Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, und zwar haut der Epic Games Store ja jetzt ab dem 17.12. täglich jeweils ein Spiel umsonst raus, die, wenn man sie denn rechtzeitig abgeholt hat, auch für immer behalten darf. So kann man insgesamt bis Neujahr 15 Spiele sich absnacken. Epic Games ist dann nämlich so ein bisschen wurkack mit ihren Informationen. Und bevor ihr euch jetzt ein Spiel kauft und es vielleicht noch irgendwie bei diesen kostenlosen Spielen dabei wäre, sag ich euch die lieber. Aber als zusätzliche Info davor vielleicht noch, vom 17. Dezember bis zum 7. Januar gibt es auch noch einen krassen Sale beim Epic Games Store, wo erstmal mega viel krass runtergesetzt ist. Da könnt ihr auf jeden Fall mal durch die Liste durchgehen. Und nicht, dass die Angebote schon krass genug sind. Nein, Epic Games haut auch noch einfach einen 10-Euro-Gutschein raus. Nicht nur einen, sondern unendlich viele, so wie ich das verstanden habe. Also den ersten 10-Euro-Gutschein kann man sich noch so einfach abholen, indem man auf die Angebotsseite raufgeht. Die habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr nicht wisst, wo das ist. Und ihr müsst einfach nur irgendein Spiel kaufen, das mindestens 14,99 € kostet, und dann wird dieser 10-Euro-Gutschein eingelöst. Das heißt, ihr könnt einfach Spiele für 5 Euro euch holen. Und damit nicht genug, Leute. Nein, nein. Wenn ihr einen Epic-Gutschein eingelöst hattet und ein Spiel für 15 Euro halt gekauft habt, dann kriegt ihr gleich danach wieder einen 10-Euro-Gutschein. Ihr kriegt einfach immer wieder 10-Euro-Gutscheine. Wie heftig ist das denn? Man muss aber allerdings beachten, dass die 10-Euro-Gutscheine nicht stapelbar sind. Man kriegt auch nicht mehr Epic-Gutscheine, wenn jetzt das Spiel irgendwie 60 Euro gekostet hat oder so. Und man muss halt wirklich ein Spiel kaufen. Das heißt, DLCs oder irgendwelche Ingame-Einkäufe zählen da nicht mit rein. Finde ich aber trotzdem eine richtig geile Aktion von Epic. Und wenn ihr mich noch unterstützen wollt, dann gebt einfach an der Kasse noch meinen Creator-Code ein. Der ist DecidiusDX. Bringt euch nicht mehr Kosten rein. Unterstützt mich aber. Danke, danke. So, da kommen wir jetzt aber zur Liste, die wie gesagt relativ safe ist, allerdings nicht hundertprozentig safe, ja? Aber ich würde schon sagen, so 90% safe ist die. So, das erste Spiel am 17. Dezember war jetzt City Skylines. Das ist halt so ein Städtebausimulator aus dem Jahr 2015, kennt glaube ich auch jeder. SimCity und sowas kennt ja eigentlich jeder. Genau sowas ist das auch. Eigentlich ganz cool, kann man auf jeden Fall ein paar Stunden drin versenken. Allerdings ist er jetzt heute schon der 18., also wird euch das nicht viel bringen, dass ihr jetzt das Spiel von gestern wisst. Heute bis morgen um 17 Uhr gibt es dann Oddworld New and Tasty. Das ist ein Spiel aus 2014. Ist ein Plattformer und ein Remake von Apes Odyssey, wenn ihr das vielleicht noch kennt. Das war ein Spiel für die PlayStation 1 aus 1997 tatsächlich. Habe ich damals sehr, sehr gerne gespielt. Und das Remake wird wahrscheinlich nicht schlechter sein als das Original, oder? Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist eigentlich ein ganz witziges Spiel. Ein bisschen blutig, aber auch witzig. Ja, für den 19. und 20. Dezember fehlen die Spiele leider. Werde ich aber auf jeden Fall in den Kommentaren nachreichen, sobald die bekannt sind. Was aber bekannt ist, ist, dass am 21.12. Alien Isolation 1 kostenlos zur Verfügung steht. Das ist ein Action-Adventure-Survival-Horror-Spiel aus 2014. Also wer auf Horror steht, kann sich das auch mal anschauen. I'm sure I'll see you very soon. Der 22. Dezember ist leider auch noch nicht bekannt. Am 23. Dezember gibt es dann aber Tropico 5. Auch wieder ein Spiel, das aus 2014 kommt. Also die ganzen Spiele in der Liste sind eigentlich ein bisschen älter. Später kommen noch welche, die ein bisschen neuer sind. Aber das unterstreicht für mich eigentlich die Richtigkeit dieser Liste, wenn die alle so ein bisschen älter sind. Dann hat der Epic nicht so den großen Verlust, wenn sie es einfach umsonst raushauen. Tropico 5 ist auf jeden Fall ein Aufbauspiel. Auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, werde ich mir auch holen. Dann am Heiligabend wird es Inside geben. Das ist ein Indie-Puzzle-Plattformer-Spiel aus dem Jahre 2016. Was das jetzt mit Weihnachten zu tun hat, gar kein Plan. Ich hätte ein anderes Game gewählt, wenn ich Epic gewesen wäre. Aber ja, warum nicht? Sieht eigentlich auch ganz witzig aus. Dann am ersten Weihnachtstag, dem 25.12., da wird es Darkest Dungeon geben. Wie der Spieltitel schon sagt, ist das ein Dungeon-Spiel, so ein Dungeon-Rollenspiel aus dem Jahr 2015. Sieht auch ganz interessant aus, werde ich mir auch holen. Dann jetzt mal ein neueres Spiel, und zwar am 26.12. wird My Time at Portia umsonst im Epic Store drin sein. Das ist so ein Harvest Moon-artiges Spiel, also so ein Aufbau-Simulations-Lebensspiel. Ich glaube, das kam aber sogar auch vor 2019 raus, nur halt als spielbare Beta oder sowas. Naja, das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Kann man auch sehr, sehr viele Stunden, glaube ich, drin versenken. Vor allem, wenn man sowas mag wie Animal Crossing oder halt Harvest Moon, wie gesagt. Dann bis Silvester sind die Spiele leider nicht bekannt. Aber am Silvester selber, laut der Liste, wird es dann noch Jurassic World Evolution geben. Was laut meiner Recherche ein Wirtschaftssimulator aus dem Jahre 2018 ist. Also so ein bisschen Rollercoaster-mäßig, ja? Kannte ich davor noch gar nicht. Aber Dinosaurier sind immer cool, nicht wahr? Ja, also keine wirklichen Kracher dabei. Aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen doch irgendwas Spielbares dabei. Auf jeden Fall kann man in einige Sachen mal reingucken und mitnehmen. Kostet ja nichts, wie gesagt. Insgeheim hoffe ich noch irgendwie auf Monster Hunter World. Ich glaube zwar nicht, dass es kommt, aber kann ja noch irgendwie sein. Ein paar Tage sind da noch frei.
Könnt ihr mal schreiben, ob für euch irgendwie ein Spiel dabei ist, das ihr geil findet oder das ihr schon immer mal spielen wolltet und welche Spiele ihr euch vielleicht noch wünscht in dieser Liste. Und ja, das wär's dann mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Infos davongetragen. Wie gesagt, nutzt bei Creator Code, wenn ihr geil seid. Und lasst ein Like da oder ein Dislike, wenn die Liste nicht gestimmt hat. Kann ich auch mitleben. Danke. Dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.